Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Scum. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Und ja, die letzte Folge am Sonntag haben wir hier beendet. Und ja, sie geht einfach mal weiter, weil wenn ihr die Folge seht, bin ich aktuell auf der Arbeit und muss sowieso im Voraus aufnehmen. Dann habe ich mir gedacht, nutzen wir das doch aus. So, und gegen Spitze, Gegenstände, oh Gott. Ja, wir haben geschrieben, dass wir hier sind, für die, die das gestern verpasst haben. Und ja, ich habe zwei Beschützer, wie gesagt. Das könnte wirklich lustig werden oder auch wieder ein ziemlich schnelles, blödes Ende finden. Mal gucken. Und schon was entdeckt. Naja, bislang irgendwie noch nicht. Ja, manchmal brauchen die ewig, bis die ankommen, ne? Aber die, das ist bekanntermaßen die Ruhe vor dem Sturm, ne? Ah, die kenne ich schon gut. Vor allem bei Mechs. Ich habe so eine Vermutung, wer gleich kommt. Spreche sie aus. Nicht aussprechen oder aussprechen? Sag ruhig. Ich vermute hier Nightjoker. Lass mir ran da. Irgendwer von denen. Ist er denn da? Der ist doch eigentlich immer da um diese Zeit, oder nicht? Ich hab gerade gesehen, dass du mir eine Discord-Nachricht geschickt hast. Die Ruhe vor dem Sturm. Mit Steffis Traumausrüstung, ja? Das ist eine sehr gute Ausrüstung, die ich habe. Aber ich finde, das ist so cooler. Der ist aber auch ganz schön ranzig gewesen, wa? Steffi braucht keine Taschen. Oh, diese Fortnite-Einladung auf dem Handy immer. Wieder keiner reinrennen. Oh, ich stehe auf 800 Meter. Also, da ist eine Base. Ich höre leise Schritte. Das bin ich wahrscheinlich, weil ich hier am Rumschleichen bin. Vogel! Sogar zwei. Das sieht aus. Wird Steffi heute ein Killer werden? Oder nicht? Das steht jetzt hier zur Frage. Aber irgendwie schießen, was? Wir wissen nur. Wir schießen nur mit Pfeil und Bogen. Das stimmt doch gar nicht. Ja, das ist... So voll ist das aber nur auch nicht. Das ist doch wer. Oder? Nee. Das sieht nur so aus, das ist rot. Das sah aus wie ein Kopf. Ja, das sieht echt so aus, als ob da einer sitzen würde. Das ist aber nur Verarsche. Vom Game. Nappi, zu viel, viel zu verbuggt, das... Was? Und drei Abstürze. Komisch.
Er läuft da eiskalt übers Dach. Warum so aufgeregt? Ich bin nicht aufgeregt. Scheib. Ja, ein bisschen Vogel beobachten ist auch mal schön. Ja, das mit den Bugs ist echt dämlich, ne, vom Spiel, muss man sagen. Kommt wieder ein neuer Patch, wieder neue Probleme, immer wieder irgendwas Neues. Ich habe ja fast das Gefühl, da kommt keine Sau. Ja, ich so langsam auch. Wir haben aber 18 Leute auf dem Server, ne? Weil irgendwo müssen die ja stecken. Können ja nicht alle in einer Base rumhängen. Wo siehst du das Aha, denn? hier hat irgendjemand auf uns geschossen. Ich hab's auch irgendwie gerade ver. Ach, der René war das. Der schmeißt hier Sachen rüber. Dein Kumpel. Gleich gibt's Headshot. Das warst du, ne? Ah, das war René, der hat auf den Vogel geschossen. Der René. Der Alaktus. Hatte so dran gedacht. Bei uns scheint die Sonne. Ich gehe mal raus. BB. Echt, bei uns ist voll schlechtes Wetter. La la. Es wird öde. Ja, was sollen wir machen? Ich mache einen Vorschlag. Zombies töten. Durch die Gegend fahren. Das war nämlich ganz cool hinten drauf. Entschuldigung. Oh mein Gott. Was Steffi noch nicht hat, ist eine Melee-Waffe, ne? Ich schätze mal, die sind im Discord am Quatschen. Kann man den Stein schmeißen? Wo wollen wir hin? Welche Richtung? Du weißt, wo die Action ist. Los, also vielleicht die Action ist. Ja, mit Action ist das so eine Sache hier. Ne? Ja, Leute, das hat Scum, ne? Da weiß man nie, was passiert.
scheint gar keiner zu Hause zu sein bei denen. Können wir mal lustig anklopfen hier. Uiuiui. Ein Haufen Köpfe geworden. Ja, wie gesagt, bei uns könnten wir das gleiche auch nochmal bauen. Irgendwo sind die Leute gerade am... Das Auto laut. Uiuiui. Zu viel Steigung hier. Mal Naval Base, ob da was ist. Ach, Naval Base, Bootcamp. Da bin ich auch voll selten, da sehen die Mechs halt so gut. Hier ist aber auch alles zu. Wo streuen die denn rum, die ganzen Spieler? Das frage ich mich auch immer jedes Mal, wenn ich online bin. Also bei uns letztens in der Vierstadt, da war wieder was los. Genauer ab, ne? Türen auf sind. Schon witzig. Auf der Suche nach Action. Yo. Söldnerin Steffi unterwegs. So, unterwegs sind einige wahrscheinlich. Das ist jetzt. Genau, das sind zwei große Ortschaften, sondern nebeneinander sind. Das ist schon komisch. Geiler Drift. Ja, man tut, was man kann. Die Garagen sind offen hier. Ja, hier ist was offen. Zombies waren an der Polizeistation. Ich vermute, dass da jemand drin ist. Okay. Die MP5 macht ja gar keinen Damage. Ja, 9mm, ne? Achso, ich muss mich verbinden. Wieder mal? Oh, die wirft die Waffe auf den Boden. Warum? Ah ja, klar. Der legt sie ja am Rücken. Sie töten ihn, bevor ich da bin. So keiner da. Oder die werden jetzt beide weggenatzt.
Warum ballert ihr? Ja, ich habe gerade auf den Zombie geschossen. Aber René war gerade drin. Ist alles safe. Okay. Also ich muss in dieser Folge einen töten. Oder mit euch zusammen einen töten. Sonst kann ich ihn nicht veröffentlichen. Ja, wir gucken mal. Irgendwas kriegen wir schon hin. Location? Kann man es erahnen? Ja, die nächste große Stadt. Das sind die Wind. Der Wind. Das himmlische Kind. War schon mal auf. Guck ich noch zu. Boah, mega leck. Hab ich gemerkt. Vor die Fehlzüge. Oh, ich bin wieder da drin. Ja, gut, schön. Hier sind auch die Garagen offen, also irgendwer ist in letzter Zeit hier gewesen. Ja. Seltsam, seltsam. Gehen wir zwar nur zu. Ja, wenn einer hört, dann versteckt er sich ja vielleicht, ne? Möglich, möglich. Willkommen in den Frieden. Wer wird weggeschossen? Der auf der Ladefläche auf jeden Fall. Wenn du mal Munition craften willst oder so, dass du gerade hier unten in der Ecke bist, hier schon vorbereitet, rechts bei dem großen Haus mit der Garage. Hä? Da steht eine Kiste. Verrat das nicht! Da sind so ein paar Kleinigkeiten schon drin. Das wirst du jetzt bald nicht mehr haben. Ich nehm's doch auf. Hättest du machen müssen. Piep! Also, es ist überall. Also, ich bin oft schon durch Ortschaften gefahren, da wird's ja geschossen, ne? Aber wenn du danach suchst, findest du gar nichts. Ne? Wenn du nach das suchst, findest du nichts. Wenn du mal so einfach fährst, wirst du beschossen. Nochmal, was hast du, Steffi? Also wenn man nach was sucht, passiert nichts, ne? Aber wenn du einfach mal nur rumfährst, dann wirst du beschossen. Ja, ja, richtig, richtig. Thank you.
Man war nicht geplant. Sah gut aus. Ja, wenn der Arsch ausbricht, ne, dann kannst du nicht mehr einfangen. Seid ihr alle? Hup, hup. Wir cruisen einfach die Karte ab. Irgendwann wird schon was kommen. Ja, ich denke auch. Oh. Seid ihr im roten SUV unterwegs? Das war nicht geplant. Guck mal, wer fragt. Seid ihr im roten SUV unterwegs? Ja. Können wir mal Opa Hallo sagen? Okay, hier ist die Tür auf. Dann hab ich gerade durch die Kurve bekommen, hä? Da war irgendwo einer. Da muss ja wohl irgendwo gerade gewesen sein. Achso, ja, mach mal. Community Base. Riesig. So, budenfrei hier. Und wo bist du denn? Na, gemein, zu dritt wird das ein Auto. Auch nicht da, ne? Hallo, einer zu Hause? Dran, das ist ja komisch. Aber ist auch leer. Sitzecke mit Püffchen. Ein paar Teppiche. Also der Donderlutscher ist auf jeden Fall hier in B3 unterwegs. Willst du ihn wirklich nochmal töten? Boah, ich hab da kein Problem mit. Aber du musst den da töten, Steffen. Bleib einmal stehen kurz, ich würde mich hinhocken. Was geht denn hier anders? Komm,
Das war der Bug, von dem ich gesprochen habe. Steffi ist dagegen immun. Das war verwirrend. Jetzt ist er doch ganz runter. Okay. Das macht mir Angst, wenn ich sowas sehe. Hast du Schaden genommen? Mein AK suche ich und mit 81 bin. Hier hinten schwebt eins. Ja, hier ist er. Gut, dass sie in der Luft fliegt. Jo, danke. Mach ich das mal lieber damit. Dann setze ich mich doch lieber mal fest hin. Na, ich glaube, wenn du das alleine machst, das war jetzt mal zu zweit drauf, dann wollte es mal ausprobieren. Dann geht's, glaube ich. Durch den Wald, ob das eine gute Idee ist. Witzig ist, ein Spieler muss ja nur hinhocken, dann siehst du ihn ja schon mehr. Leiter nach oben. So, hier kann er nicht sein, hier ist noch alles zu. Man kann es ja zu machen, aber wahrscheinlich ja. Aber genau. Was? Seid ihr denn alle hin? Ja, wie beim Singleplayer hier, ne? Ja, ist nichts los, du. Obwohl so viele Leute da sind. Wir sitzen alle zu Hause, stricken, backen Kuchen. Die Türen darf man knacken. Startstadt. Hm.
So. Na, da rocken wir mal ein paar Kilometer ab hier, ey. Ja. Wieder Kontakt gehabt schon. Das Dorf mit der Bridge. Hier ist auch offen alles. Jo. Upsa. Scheint schon durchgerannt zu sein. Ja, das denke ich auch. Aber ein neues Airfield vermute ich eigentlich keinen jetzt so, oder? Man weiß nie. Bei der neuen Location erwarte ich hier auch keinen, weil es langweilig ist. Ja, genau. Da drinnen mit rum. Ja, beim Staudamm, da wird auch wohl keiner sein, oder? Dafür ist der Loot zu schlecht. Ja. Anfangs bin ich ja mal hingegangen, weil ich neugierig war, aber... Ja, genau hier, wo wir jetzt stehen. Hier bin ich gespawnt, wo ich auf dem Server neu war. Ach, wie cool. Wie angenagelt sitze da. So, wo könnten wir denn jetzt mal hinfahren hier? Komm, wir probieren mal New Airfield. Warum nicht? Nicht mal ein Auto entgegenkommt irgendwo, ne? Ja, das ist echt verwundernd. Ja, weil ich aufnehme. Die haben alle Angst vor dir. Nee, daran liegt's nicht. Schaut Steffi in der Umgebung herum. Das war so nicht geplant. Stört mich nicht.
Das Straßennetz ist schon gut ausgebaut. Ja, auf jeden Fall. Und die Straßen, die fahren sich auch wesentlich angenehmer als immer querfeldein. Ja, aber dann verlierst du schnell dein Auto. Das war mal ein Stunt auf zwei Reifen, wa? Nein, mach mal Looping. Habe ich auch schon geschafft hier. Aber ungewollt. Immerhin habe ich mein Tier gesehen. Oh. Ist er schon mal drin, der Looten gewesen im Bunker? Jo, mehrfach. Alle dicht. Alles dicht hier, alles dicht. Der Pöller. Der Pöller ist so neu hier. Wer ist neu? Der Pöller da im Loch. Nee, der ist immer schon da, aber du kommst da nicht durch. Ach so. Ja, dann gibt's halt Looten, ne? Looten und dann bluten. Chikaut? Öl? Messer gebrauchen. Ah, komm, nehmen wir es mal mit. Vielleicht behalten wir unsere Grundausstattung, wie sie so ist, ja gerade ganz fein. Zombie? Muss man sich halbe machen. Geht auch schneller als das Looten. Oh, Flares. Wieder so ein Compound-Bau, ne? Der wäre mal wieder nice zu besitzen. Unsinn, 10.000 Magazine davon. War ich gerade ein bisschen enttäuscht, dass wir so viel Zombie geschossen haben. Wie viel Kugeln der verputzt hat. 9mm Pistole macht doch auch so viel Schaden. So. Oh. Schmückte mein Haupt. Lactus, warst du das? Oh, er ist ja hinten schon am Looten. Lactus, hat er auf dich geschossen? Ja. Okay. Erectus. So. Ah, war nur die Schüsse auf Alactus. Wo hast du die Maske gefunden? Warum
haut denn der jetzt? So, die habe ich vorhin, wo wir in C3-Stadt waren, bei der Polizei. Na, Lactus ist ja jetzt hier der Mechmagnet, wa? Ja, ich habe übrigens einen Ziegenkopf fürs Auto gelegt gerade. Ja. Wenn du noch einen brauchst. Ich muss sie selber jagen. Das ist das einzige Tier, was mir noch fehlt. Ah, der rannte hier gerade weg und deswegen musste ich eben drauf schießen, sonst wäre er ganz weg gewesen. Sollen wir gleich mal eine Spritze zur neuen Location machen? Oben in D1? Ja, also nicht das Spukhaus, das ist ja öde. Also auf dem Weg dahin. Der Weg ist das Ziel eigentlich eher. Ach, ja, nicht die, wie heißt es? Das Schloss oder was das da ist, ne? Genau. Brauchen wir ein paar Zombies, ich will ein paar Augen finden. Man braucht ja 10 Augen für eine Maske. Wir dürfen bauen. Ja, Zombie ist natürlich Timmytown super, ne? Aber da ist immer PvE, ne? Da wird keine Action gehen. Genau. John Doe, ja, ist irgendwie langweilig, die, ne? Die gefundenen sind besser. Was treibt er denn jetzt da? Kommt er da nicht weg? Ich fand er nicht im Discord. Ah, da kommt er. War so eine Art Schatzsuche. Das war ein schönes Event, ja. Okay, in Kampfstellung. Mal gucken, ob ich den Bug jetzt auch kriege. Das ist stocksteif, steht so drauf. Das war mal ein K.O., würde ich sagen. Deine Waffe liegt hier auch noch in der Luft. Das ist äußerst praktisch. Das war mal ein stumpfer K.O., oder? Ich brauche schon wieder eine Bandage. Dann doch lieber sitzen. Ja, ist sicherer. Dann würde ich dich festhalten. Eine Reise. Aha. Was ist denn hier los? Die sind noch gar nicht so alt. Nee, doch 7 Tage ist die hier. Hab mir einen alten Schlüpfer rausgenommen. Sehr gut. Mini-Stein, den kriegt er. Ja, aber da fährt er eigentlich so drüber. Da liegt ein Steffis dicken Hintern, das Auto wird runtergedrückt. Boah, ist aber schön, mal so die ganze Map abzufahren. Das hat auch mal was.
Ja, das stimmt. Hier hatten wir als erstes auch unsere Base, aber nicht auf diesem Server hier. Okay. Gleich richtig Pin den Berg runter machen, aber es ist halt gefährlich. Explodieren will ich heute nicht. Nee, das tun wir auch nicht. Da vorne schon wieder nächste Base. Es sind schon viele Basen hier auf der Map, ey. Ja, auch auf deiner Seite da, die Mauer runter, ist auch extrem viel. Auf Sonntag. Da hinten auch schon wieder die nächste Base oben auf dem Berg. Aber relativ weit vom Schuss, ne? Ja, hier oben hast du gar nichts, außer halt das Airfield. Ja. Und das ist schwer zu looten. Ich finde, das geht auch einigermaßen. Schwer ist das nur, da über die Dingens rüber zu kommen in den Tunnel rein. Ja. Ich kenne schon alle Eingänge, wa? Nee. Die hat man fast übersehen, die Mauer. Ja, ich habe gerade nach rechts geguckt. Ich genieße Fahrtwind. Oh, hier stand meine Base, hier löst sich gerade auf. Das würde ich auch sagen. Auch relativ groß, wa? Ja. Mal eben schnell das Auto reparieren. Da kannst du nicht sehen, wie viel die noch haben. Boah, die war ja riesig. So groß, aber auch nicht. Also unsere Base ist genau eine Fahnengröße groß. Warte, ich muss mich einmal was craften. Ach, nehmen wir doch hin. War auch ein 99. Einen alten Schlüpper. Zerschnibbeln. Der Sturz hat doch etwas Schaden hinterlassen. Ich bin auch verwundert, aber ich bleibe bei 95% irgendwie stehen. Es gibt ja leichte Verletzungen jetzt. Den haben wir noch am Turnier, ansonsten ist es ein richtig geiler Rundfahrtag. Was ist denn jetzt los? Einmal bitte alle aussteigen. Was geschieht jetzt?
Der 4 ist im Boden. Das ist lustig. Ich trau mir nicht aussteigen. Kannst du nicht aussteigen? Ich trau mir nicht. Warum nicht? Sieht aber lustig aus. Wow. Superkraft, Alter. Hinten sitzt das cooler. Go, go, go! Das Auto ist definitiv untermotorisiert. Das ist ein Zaun, ne? Ja, muss eigentlich ein V8 sein. Ich vermisse aber immer noch den Server Restart. Wir haben es nämlich 13 Uhr auch schon durch. Ja, das stimmt. Von dem EA. Oh, da fahren wir am Geisterhaus vorbei gleich. Jo, da ist auch eine kleine Base, ne? Ja, da ist eine Base. Direkt daneben hat der Basebesitzer Glück gehabt. Eine ganz tolle Bunkerlage mit tollen Mechs. Ja, wenn man zweimal stirbt. Das ist Vollgas. Ja, aber es geht berghoch, ne? Jo. Aus manchen Winkeln siehst du es nicht so. Dafür geht's aber gleich wieder schön lange bergunter. Yippie. Du hast einen Airdrop fast vor der Haustür. Bestimmt ein Zombie-Airdrop. Jetzt, oh, der Motor. Da lerne ich mal ein paar Geheimwege, ist auch cool. Naja, Geheimwege ist das nicht unbedingt, das ist nur an der Mauer entlang, ne? Ja, ist schon störungsfreies Fahren, ne? Ja, das stimmt. Aber auf der Seite, wo du gebaut hast, wenn du da runterfährst, dann geht das nicht so ohne weiteres. Da hast du teilweise riesige Felsen. Aha. Aber da kommen wir ja gleich dran lang. Ah. Hier. War schon einer da, Geister, von euch? Nein. Warte mal. Ja, bei dir im Video war ich da. Ach so. Wurde geschrieben, dass hier einer die Masken gefunden hat. Eine Voodoo-Puppe. Dann kannst du eine Sache durchsuchen hier. Der ist unzerstörbar. Hier ist ein Teil zum Looten. Und das ist der Schrank hier. Und da ist nichts drin, oder? Doch, Müll. Schießpulver und Schrott. Hat sich aber auch nichts verändert über die Zeit jetzt. So, wo ist denn jetzt diese neue Location? Die ist weiter südlich in D1, ne?
Wo war sie denn noch gleich? Die weiße Straße da. Irgendeine davon ist es. Erst ist so eine kleine Bunkerlage. Die kennen wir ja. Oh. Mitfahrer vergessen. Einsteigen sieht immer so episch aus. Ja. Aber im Ernst, ne? Wir sind jetzt doch schon seit gut anderthalb oder zwei Stunden sind jetzt unterwegs. Das kann doch nicht sein, dass wir keinen Menschen über den Weg laufen, fahren. Ich verstehe es auch nicht. Also C3-Stadt, da habe ich eigentlich immer irgendwen. Oder auch unten A4-Stadt, wo wir vorhin waren, da rennt eigentlich immer irgendwer rum. Seltsam, ne? Wir haben ja noch. Ich mache ein bisschen länger. Das ist die Folge für morgen. Ich habe die nämlich gecuttet. Geh weg von dem Bunker. Kannst du schneiden, Mann. Ich hab ja Ende gemacht bei offenem Polizeidach. Und dann habe ich da wieder losgelegt. Das fahren wir zwei Folgen zusammen rum. Ja, das ist doch auch cool. Ich möchte auch noch gerne Mini-Event-Folgen machen. Fange ich heute Abend mit an. Mini-Event? Ja, du wolltest auch noch einen Reiter im Discord machen, ne? Ja. Ja, oh, ich hab's nicht vergessen, wie immer. Auf jeden Fall so Traktor. Timmy fährt mit dem Traktor. Bin immer bewaffnet. Ich sag in welchen Sektor und den kann man sich dann besorgen. Mit extra Ausrüstung, die dann im Kofferraum liegt. Aber ich werde mich natürlich verteidigen. Ja, das hat doch was. Da mache ich jetzt mehrere Mini-Events immer. Nicht so eine ganze Stunde Folge. Oder wie lange auch immer die dauern. Wo sind wir denn jetzt hier? Ich glaube, das ist es nicht. Aber auch interessant wegen Spieler. Wir machen mal eben Fahrertausch. Ich mach mal kurz meinen Kleiner, der weint gerade. Weinen lassen. Natürlich nicht. Da fährt schon viel behutsamer. Das ist doch wohl keine Garage gab. Doch da. So. Ich glaube, das ist die nächste Location von hier. Das ist das komische Viereck da auf der Karte. Das ist das. Wenn du jetzt weiter geradeaus. Also, wenn du auf der Map guckst, ist das jetzt rechts von uns. Ich glaube, das ist die. Oder den Bach runter und dann. Ach, was weiß ich, guck einfach mal. Habe ich auch nur gefunden, weil ich die alte Map verglichen habe. Da war sie halt nicht drauf. Immer wenn ich rede, wird er langsamer, weil er mich nicht sonst hört. Du bist vorbei. Du bist vorbeigefahren. Guck auf der Map. Hinter uns jetzt der rote Vierecke. Viereck. Rotes Ding da mit dem schwarzen Punkt in der Mitte. Siehst du das, was ich meine? Rechts an der Wand, oder was? Ja, Richtung Wand. Ja, genau, hier rechts den Weg hoch. Mann, ich drück mal den falschen Knopf, ich drück mal N, wenn ich sprechen will. Genau, der Weg. Ja, sieht doch gut aus. Ja, das ist es. Das sind ja auch mal gerne neue, also Spieler, die das noch nicht kannten.
Tor ist auf. Das kann, oder ist das immer auf hier? Ja, es gibt kein Tor. Das erste Mal jetzt. Wo ich denn? Das war ein Bär, ne? Oh. Boah, ich schieße doch in deine Richtung. Der hat mich umgehauen. Okay, das ist weg. Boah, die MP5 ist voll schwach. Ist einfach verschwunden. Hier ist in der Wand drin. Sieht ganz witzig aus. Ein Wandbär. Kann man den auch zerlegen. Ja, Loot ist hier nicht so besonders. Ich habe gedacht, vielleicht eine Maske finden oder sowas. Ich sollte mal bei diesen ganzen Locations mal so neue, paar neue PvP-Maps ausbasteln. Das wäre ganz witzig. Ja. So ein bisschen damit gerechnet, dass man hier halt die neuen Sachen findet, so eher, ne? Aber was könnte man hier raus zaubern, so eventmäßig? Also Verteidigung und Angriffsevents sowieso, das können wir da auch locker machen. Ey, hier ist Fleisch drin. Halber Bärenrumpf. Ah, da unten war er schon. Aber nicht. Ach mal, hier ist ja alles schon modern. Schlüppi! Aber ich hab da nur einen. Und wer legt seinen Schlüpfer denn hier hin? Also bitte. Banane. Kann ich verschenken. Wieder eine Banane auf dem Klo, auch schon wieder seltsam. Die Seile, genau wie bei den Brettern, einfach in den Rucksack. Okay. Der Lucky ist da. Was ist das denn? Ach Quatsch. Was war bei mir irgendwie immer gut, das ändert sich gar nicht. Oh, Spinnenfieber. Ich habe Hunger. Oh, geht das schon wieder los? Oh, was ist denn der lange Gang hier? Zum Loot, zum Super-Loot. Ist einfach nichts. Ah ja, das Graf ist wieder da. Kind beruhigt. Steffi, hast du deine MP5 verloren? Ja. Wo? Hast du die verloren, die MP5? Ja. René hat die mitgenommen. Also Alaktus. Lag hier beim Bären. War so klar, dass ich sie liegen lasse. Hier, dafür kriegst du eine Banane. Hier, da liegt sie. Muss halt immer im Winter, das ist schon mein Problem.
Ja, dann cruisen wir weiter, wa? Hier ist auch tote Hose. Jo. Also ich kann noch 10 Minuten. Er kackt erstmal einen Mülleimer. Ich habe auf jeden Fall mein Radio hier angemacht, was ich gefunden habe. Hätte genau getroffen. Jo. Juhu, Bullseye. Ich will noch einmal bei der Stadt gucken, wo ich wohne, da. Wo du, da ja, C1-Stadt, die große, ne? Die ist auch relativ gut besucht manchmal. Und wenn da nichts ist, dann haben die sich echt alle versteckt, ohne zu wissen, dass wir jagen. Aber es war dennoch eine schöne Rumfahrfolge. Ja, muss auch mal sein, sowas, ne? Ja. Vor allem, wenn wir jetzt auf dem Auto abgeschossen werden, verlierst wenigstens nicht du dein Auto, verlieren wir unser Auto. Keiner schafft das, uns zu erschießen. 3 Killer unterwegs. Müsste funktionieren. Steffi hat einen eiskalten Blick dabei. Also müsste er rauskatapultiert werden, das wäre lustig. Ja. Ich gegen den Baum. Und ich ins Wasser. Dünn Tag. Ja, da kannst du glaube ich drüber fahren. Ach, da ist er. Jetzt ist er jetzt ist der Night Joker aber nicht da. So. Oh, schon fast der Chat. Nein, ich will mit B sprechen, nicht schreiben. Jetzt ist der Night Joker da. Jo. Ja. Ach, ich hätte auch die Straße lang fahren können. Ach, Captain Caps Lock, scheiße. Jedes Mal. Boah, der ist von durch mich geflogen. Ist schon wieder dunkel? Meine Stadt, Alter, wie schnell ist denn der? Das ist die eher klar. Hier gibt es ja zwei Städte. Zwei Städte? Ne, hier gibt es. Ach ne, bei Stadt. B1 ist die nächste Stadt, stimmt. Was macht der? Das andere da unten ist ja. Ist ja. Fabrik, Factory. Das ist auch schon B1. Auch Augen. Ich stelle ihn auf Einzelfeuer. Da hab ich gehört. Warum?
Yeah, ein Auge. Und ein Messer hat er dabei gehabt. Was das Rabengeräusch hat doch jetzt mit Halloween zu tun, oder? Ah, das war wieder ein Kürbis. Kann man den eigentlich auch essen? Essen, ja. Handwerk. Wir machen hier diesen hässlichen Kürbis. Gibt es eigentlich Ruhmpunkte? Oi, ein Kürbis. Ein komischer mit 1000 Augen. Hey, ich hab noch eine 20er Kippenpackung. Es brennt im Kürbis, er muss gelöscht werden. Wieso steckte sie das nicht mehr in der Tasche? Jetzt ist das Augenblick gewesen. Da muss er echt aufpassen. Meine schöne Sammlung. Oh, der braucht wieder ewig, bis er herkommt. Wo ist denn der? Wenn er überhaupt kommt. Köpfe aufstellen und dann richtig A4. Ah, Zombie. Ich bin jetzt mal mutig, renn mal rum und hol mir Zombies. Ich bin ja immer noch fleißiger Augensucher. Team sehe ich. Ich brauch da einen Shuddy für. Und wieder ein Äuglein. Na, läuft doch. Und eine Flare. Carjacking soll es ja auch geben. Was ist Carjacking? I don't know. War ich hier schon heute? Guck mal, ob man eine Doppelfolge aufnimmt. So eine blöde Maske auf dem Boden. Damit verunstaltet die Steffi nicht. Alles leer. Ist alles auf den Boden gelegt worden. Der ganze Kladderadatsch. Cool, ich habe schon zwei Augen. Habt ihr einen Plan? Hey. Nicht wirklich, ne. Also ich muss jetzt auf jeden Fall gleich off. Okay. Aber du kannst ja sonst gerne mit dem Malaktus noch eine Runde drehen. Also angeblich sind Nightjoker ja gerade zu Hause. Glaube ich noch nicht. Ja, ist es weit? Ja, da wo dein Kopf auch steht, ne? C3 da oben, wo wir vorhin waren. Schaffen wir das noch? Können wir mal gucken. Ach, durch die Mitte. Boah,
fährt ein Mini-Mi-Stein wieder mitten im Weg. Natürlich doof, jetzt wird es gerade dunkel, ne? Oh, Hecke! So, wir hängen hier irgendwie fest. Oh, was los? Wir hängen in einem Zaun fest hier, der Wagen ist runtergebackt oder runtergedrückt. Einmal im Pushen. Könnte gehen. Jo. Das ist schon ein schönes Eckchen. Schön, was er fehlt. Ja, drüber fahren auf jeden Fall, oder? Oder wolltest du looten? Nö, ey, nö. Ich hab ja alles das, was ich wollte. Ja. Aber guck mal, das hört mich eh nicht. Heute habe ich sie irgendwie nicht. Und Steffi bleibt sitzen. Warte, kann ich nicht schieben? Rührt sich kein Stück? Nee. Ganz komisch. Fahr und wackel mal ein bisschen. Dann also lenk dabei und ich tu nochmal, wenn es geht, drücken. Naja, du kannst ja, wenn du drin sitzt, kannst du nicht pushen. Aber die Reifen drehen, deswegen lässt er sich nicht pushen. Was ist hier? Nee, ja, ist rechts grau. Schießen. Hüpft auf dem Auto rum. Hier, Steffi hat einen dickeren Popo. Warte. Gesehen? Steffi ist dicker Hintern. Auf jeden Fall irgendwie bewegt gerade. Ah. Nein, nicht einsteigen. Mann, ich drücke immer den falschen Knopf, ne? Hängt hier vorne.
Nicht aufgeben. Jetzt kann ich gar nicht mehr pushen. Jetzt. Ah! Steffi hat's geschafft. Ja, perfekt. Oh, oh. Warte, 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 ich hab was weg. Ich wollte. Meine Waffe habe ich wieder mal verlegt. Wieso liegt die nicht in der Tasche? Was habe ich denn da jetzt wieder drin? Ich Depp. Den Kürbis. Raus. Hat der gerade Pipi gemacht. 224. Sehr gut. Was hat er? Meine Güte. Ich hoffe, wenn jetzt los der Winter kommt. Da gibt's halt eine Waffe noch dabei. Ja, ich habe keine in Hand gehabt. Da gibt es manche Stellen, da passiert das, ne? Ich muss ich mir was zerlegen, ja. Oder? Ganz komisch. Nein, 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 nein. So viel Abenteuer, für lange nicht mehr erlebt. Verletzung. Alles wieder gut. Joker schreibt, er ist auf dem Weg. Irgendwas mit Berge. Steht ja auch noch einer. Hallo. Hi. Ich gehe gerade durch C3, will in den Norden. Hi. Leider nichts mehr frei hier in Timmy Town. Echt, nur wo gesagt, es sind noch ein paar Häuser. Na, dann suche ich noch ein bisschen.
Steffi, ich muss jetzt weg, ne? Alles klar. Dann müssen wir jetzt Richtung C3. Da ist er unterwegs, hat er geschrieben, der Nightjoker. Genau, das schafft ihr schon alleine ohne mich. Wird aber schwieriger. Ja, Kinder gehen vor. Ja, immer. Gut, dann viel Spaß euch noch, ne? Jo. Ciao. Hast du denn Bock, Alactus, auf Jagd nach dem Joker zu gehen? Ich weiß halt nicht, ob im Auto ist. Ach, ich bin Admin, gibt Neues. Okay. Ja, los, dann lass los. Man kann ja nur sterben. So laut das Auto. C3. Start. Wir einfach durchcruisen, ne? Mal gucken, was passiert. Bin neugierig. Mal jetzt zu labern. Das ist komisch. Also wir fahren jetzt scheinbar nochmal durch diese Killerstadt. In C3 hat er geschrieben. Richtung Norden. Also der Joker ist in C3 Richtung Norden unterwegs, hat er geschrieben. Der hockt bestimmt irgendwo rum. Der hockt bestimmt irgendwo rum jetzt in C3. Stadt wird er nicht sein. Was ist denn da seine Base? Ich habe schon wieder völlig vergessen. Wette, da fliegen gleich die Fetzen.
geht bestimmt zum Staudamm. Staudamm von der falschen Seite. Guck, wie Wasser aussieht, wie lässt sich reden. Schaltet man eigentlich auf Licht rein im Auto? Genau, mit X. Hast du den Wolf gehört? Hast du gerade den Wolf gehört? Nein. Aber das war jetzt so ein Wolfsheim, wie von so einem Werwolf oder so. Ja, ich glaube, das liegt an dem Halloween-Update. Wir sind da wieder in dem Bereich. Aber ich glaube, jetzt sind wir tief genug im Wald, Steffen. Das sieht nicht mal aus. Was? So eine bin ich nicht. Keine Nacht für eine Frau. Er hat uns schon mal gehört. Dann sind wir vorbeigefahren schon. Dann war ich vielleicht eben da an der Tankstelle, aber hätte schon bald nicht auch Schritte gehört, aber ich war mir nicht sicher. Okay, dann versuchen wir da mal dahin. Immer sofort reinfeuern. Hier gibt's keine Kinder, die man erschießen kann.
Ah, ich bin ausgestiegen. Warte, falscher Knopf. Ah, Liese ist quasi 3 Meter an mir vorbeigefahren. Aber weil ich jetzt jemanden dabei hatte, hat er Schiss. Fahren wir mal zum Dorf zurück. Sah aus, ob da einer stand, aber das kann auch ein Zombie gewesen sein. Direkt hinter dem hinteren Haus. Zombie. Nee, eine Wasserpumpe. Töte sie! Ich weiß ja gar nicht, ob ich den überhaupt sehen kann, weil wenn ich nach vorne gucke, gucke ich ja nicht wirklich nach vorne. Spiele haben mehr Erfolg, die töten sich da schon wieder. Ich hätte davon, wenn wir das Auto mit auf die Brücke packen und ein paar schöne Punkte suchen und kurz warten, dann kommen wir. Ja. Gute Butter liegen. Eine tolle Aussicht hier drin. Top.
klettern immer auf den Dächer, das ist voll raffiniert. Wenn jetzt unser Auto filzt, dann hat er es geschafft. Und ein weiterer Wettbewerb. Stiller Mini 1, vielen Dank dafür. Joker. Ein ehrwürdiger Feind, aber er ist einfach nie zu finden. Wer findet eigentlich immer mich? Eigentlich findet Joker immer mich. Was ist 10.000 aufwärts? Aber dass wir gar keinen gefunden haben, das wundert mich auch. Das ist Zufall. Also ich vermute, dass ich nicht weiß, was ich vermuten soll. Straßen. Also eine Basis ist eher irgendwo da unten. Ich weiß, wo sie ist. Das ist puh. Kriegt man gar nicht mehr angezeigt, ob man die AK auf Einzelschuss oder Salve hat? Bei mir steht das. Ja, geht. Oha, Dummkopf. Steht immer irgendwo auf Einzel auf Dauerfeuer. Vielleicht ist die Brücke wohl weg. Das ist alles. Das war's. Jupp.